Stell dir mal bitte folgendes Szenario vor. Du öffnest dein E-Mail-Fach und hast eine E-Mail von Amazon in deinem Postfach, in der geschrieben steht, dass dein Amazon KDP-Account für immer dicht gemacht wurde. Ja, du wirst keine weiteren Auszahlungen bekommen und wirst auch nicht nochmal die Möglichkeit haben, Bücher über Amazon verkaufen zu können. Wie würde es dir dabei ergehen? Ich glaube, der Großteil meiner Zuschauer würde ein ziemlich großes Problem haben, denn sie sind ziemlich abhängig von ihrem KDP-Account. Manche Leute leben von diesem Account oder beziehen zumindest einen Großteil ihrer Einnahmen über diesen einen Account. Genau darum soll es heute einmal gehen. Ich möchte dir zeigen, wie du im ersten Schritt Account-Sperrungen vermeiden kannst und wie du vor allen Dingen auch unabhängiger davon wirst. Denn eines ist klar, ja, wir als Kindle Publisher stehen in Abhängigkeit zu Amazon. Ja, das ist auch vollkommen normal, das ist auch positiv. Amazon ist eine Riesenplattform, die uns so viele Chancen bietet, die seit Jahren wächst und wir einfach unnormal davon profitieren. Aber wenn man sich ein bisschen smarter anstellt, kann man auch unabhängig davon werden. Wie das genau funktioniert, werde ich dir in diesem Video zeigen, denn ich habe es geschafft, seit ungefähr 2018 einfach nicht mehr abhängig zu sein von meinem eigenen KDP-Account. Viel Spaß bei diesem Video. An dieser Stelle möchte ich dich aber auch nochmal auf einen weit verbreiteten Fehler hinweisen. Und zwar, viele Leute fangen dann irgendwann an, wenn sie irgendwie so 2.000, 3.000 Euro mit Amazon verdienen pro Monat, sich in andere Businessmodelle einzuarbeiten, weil sie denken, okay, KDP-Business habe ich, ich versuche mal noch irgendwas anderes zu machen, um einfach nicht abhängig zu sein von Amazon, um mein Einkommen breiter zu diversifizieren und so weiter. An sich kein schlechter Gedanke, aber mal ganz ehrlich, wenn du bei 2.000, 3.000 Euro im Monat stehst auf KDP, hast du nichts erreicht. Ja, das kann mal so eine Phase sein, du bist noch viel zu abhängig von deinen paar Büchern. Du musst das Ganze größer aufbauen, um wirklich sagen zu können, mein Business steht auf einer soliden Basis, auf einem Fundament, auf dem ich dann aufbauen kann und was anderes anfangen kann. Wo ist da so die Grenze? Ich sage immer so, ab 10.000 Euro kannst du dir über andere Dinge Gedanken machen. Wenn du unter 10.000 Euro bist, fokussiere dich bitte auf KDP. Du wirst sonst deinen Fokus verlieren, du wirst dich auf mehrere Businesses gleichzeitig konzentrieren und das geht meist in die Hose. Ja, das wäre so mein Nummer 1 Tipp am Anfang. Wo wollen wir anfangen? Erst einmal würde ich sagen, dass wir versuchen, mögliche Gefahrenpotenziale zu eliminieren. Ja, dass wir uns einfach mal anschauen, okay, habe ich in meinem Account oder in meiner Vorgehensweise irgendwo was, was zu einer Accountsperrung führen könnte? Was könnte das zum Beispiel sein? Schau dir mal deinen Account an sich an. Hast du vernünftige Daten dort hinterlegt? Hast du alle Steuersachen richtig ausgefüllt in deinem Amazon KDP-Account? Hast du vernünftige Konten hinterlegt? Dann schau dir deine Bestandsprojekte an. Hast du zu jedem Projekt einen Ghostwriter-Vertrag? Hast du Stockfotolizenzen erworben? Hast du, wenn du zum Beispiel Cover benutzt, auch kommerzielle Lizenzen dafür erworben, dass du diese Cover auch kommerziell nutzen darfst? Dann schau dir an, ob deine Titel alle einwandfrei sind und nicht zu nah an ein anderes Buch rankommen. Dann schau dir einmal bitte deinen Veröffentlichungsprozess an. Was hast du für ein Rezensionsmanagement? Hast du AGB-konforme Rezensionen oder bist du immer noch jemand, der sich 50, 100 oder vielleicht sogar 200 Rezensionen einkauft? Das solltest du lassen, habe ich jetzt schon mehrmals auf diesem Kanal gesagt, denn das ist einfach ein riesengroßes Risiko für dein Einkommen. Ja? Dann schauen wir uns natürlich auch an, versuchst du irgendwie Amazon auszutricksen? Ja, da gibt es verschiedene Strategien, die einige fahren, dass sie irgendwie ein und dasselbe Buch mehrfach veröffentlichen, um mehr Einnahmen zu generieren. Versuchst du irgendwas zu manipulieren? Ja, dass du zum Beispiel deine Konkurrenz schlecht bewertest und so weiter. All das kann zu Accountsperrung führen, solltest du unterlassen und solltest du vor allen Dingen in deinem jetzigen Veröffentlichungsprozess eliminieren. Dann Punkt Nummer 2, versuche Einnahmen über mehrere KDP-Accounts zu generieren. Wie macht man das? Auf jeden Fall nicht, indem man sich einen zweiten KDP-Account erstellt. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen, das ist verboten. Also pro Person kannst du immer nur einen erstellen. Technisch, kann ich dir aus Erfahrung mehrerer Leute sagen, ist es auch möglich, sich mehrere Accounts zu erstellen. Das kann auch eine Zeit lang gut gehen. Das Problem ist, wenn Amazon sowas herausfindet, sind halt all deine Accounts auf einmal unter Gefahr, denn Amazon hat auf jeden Fall deine IP-Adressen gespeichert. Das heißt, sie sehen, wenn du mehrere Accounts erstellst und werden dann auch alle dicht machen. Also das ist überhaupt keine Risikominimierung, sondern versuche einfach, Einkommen durch verschiedene KDP-Accounts verschiedener Leute zu generieren. Wie kann man das zum Beispiel machen? Über Buchkooperationen. Ja? Ich mache dazu jetzt in den nächsten paar Tagen oder Wochen auch nochmal ein extra Video, wie ich das Ganze gestalte. Aber im Wesentlichen läuft es so ab, dass du quasi Bücher veröffentlichst über Accounts anderer Leute und dort am Gewinn beteiligt bist. Ja? Ich bekomme mittlerweile Einnahmen von über 10 KDP-Accounts jeden Monat. Das heißt, wenn Amazon jetzt sagen würde, hey Tom, wir machen deinen KDP-Account dicht aus den und den Gründen,
würde das mich relativ wenig jucken. Klar, ich habe auch noch Einnahmen über meinen eigenen Account, aber der Großteil meiner Einnahmen kommt über ganz unterschiedliche Accounts von ganz unterschiedlichen Leuten und so bin ich einfach auf der sicheren Seite. Nächster Punkt, wie können wir noch unser Risiko minimieren? Indem wir auch außerhalb von Amazon Bücher veröffentlichen. Wie können wir das machen? Indem wir zum Beispiel unser Buch in den Buchhandel bringen, indem wir unser Buch über unsere eigene Website vertreiben, indem wir unser Buch mit Hilfe von Facebook-Ads vertreiben, indem wir unser Buch über Distributoren vielleicht auch veröffentlichen. Ja, man kann sein E-Book, Taschenbuch und Hardcover nicht nur über Amazon veröffentlichen, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten, quasi die Bücher zum Beispiel auf iTunes zu listen, bei Thalia, Hugendubel, Bücher.de, wo auch immer, ja, um einfach unabhängiger von Amazon zu werden. Schaut euch das Ganze mal an, da gibt es wirklich verschiedenste Möglichkeiten. Und klar, wir versuchen immer noch unseren Großteil der Einnahmen dann über Amazon zu bekommen, aber wenn wir 10% oder 20% einfach über andere Plattformen generieren, ist es ja schon mal der erste Schritt Richtung Risikominimierung. Was kann man noch machen? Wir können natürlich auch Hörbücher veröffentlichen. Ja? Auch die Hörbücher erlauben uns nochmal ein Stück weit unabhängiger zu werden. Klar, man könnte jetzt sagen, okay, wir veröffentlichen unser Hörbuch über ACX. Das können derzeit, Stand heute, relativ wenige Leute. Aber auch dafür gibt es Distributoren, wie zum Beispiel Fire. Ja? Dort laden wir unsere Hörbücher hoch und haben nochmal einen zusätzlichen Einkommensstrom aus den Texten, die wir sowieso schon haben. Ja, also auch das ist eine gute Möglichkeit. Habe ich auch nochmal ein extra Video zu. Verlinke ich dir mal hier oben. Der nächste Punkt ist, sich ein Branding aufzubauen und Zielgruppenbesitz zu erarbeiten. Was meine ich damit? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich veröffentliche gerne Kochbücher oder ich veröffentliche gerne in der Nische oder in dem Themenbereich Kindererziehung oder im Bereich Garten oder was auch immer, dann versuche doch, dir eine kleine Marke aufzubauen mit einer eigenen Website und so weiter. Wenn die Leute dann über dein Buch kommen, dein Buch lesen und ganz hinten sehen, okay, der hat auch noch einen Blog, der hat auch noch eine Webseite, da gibt es vielleicht auch noch weiterführende Videokurse oder irgendwelche Sachen, die ich zum Kochen benötige oder was auch immer. Dann gehen sie auf deine Webseite, tragen sich in dein Newsletter ein, kaufen dort was und so weiter. Und auch so wirst du natürlich unabhängiger von Amazon und kannst letztendlich noch mehr Geld aus deinen Lesern holen. Wie man das Ganze machen kann, auch dazu habe ich ein Video gemacht, verlinke ich dir auch nochmal. Ihr seht schon, ich habe in jedem Bereich eigentlich schon Content geliefert, aber dennoch sehe ich immer wieder, dass Leute einfach nicht wissen, wie man irgendwie diversifiziert. Wenn du das alles gemacht hast und wirklich eine solide Basis hast und dein Business auf sicheren Beinen steht, du vielleicht auch schon die 10.000-Euro-Marke geknackt hast, dann kannst du dir natürlich auch noch Gedanken machen, was kann ich noch machen? Kann ich mir vielleicht noch weitere Einkommensströme aufbauen? Und am naheliegendsten finde ich immer, das Wissen, was man bereits hat, weiter zu nutzen. Ja? Du hast Wissen auf Amazon. Warum checkst du nicht mal ab andere Businessmodelle wie MBA, wie FBA? Klar, wir sind auch dann wieder so ein bisschen abhängig von Amazon, aber du hast zumindest weitere Accounts, die wahrscheinlich bei einer KDP-Sperrung nicht mitflöten gehen. Setze ich jetzt einfach mal so voraus. Ich weiß es nicht, wie es dann im Detail abläuft, also ich kann dir da nichts garantieren, aber ich denke mal, das ist relativ safe. Und dann kannst du natürlich auch außerhalb von Amazon schauen, wie du weiteres Einkommen aufbauen kannst. Also ich habe zum Beispiel neben meinem Einkommen aus Büchern, aus Kooperationen, aus Distributoren auch noch Affiliate-Einnahmen. Ich habe Einnahmen über Coachings. Ich habe Einnahmen über Kapital, was ich investiert habe in andere Businessmodelle, in vielleicht auch sowas wie Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Immobilien und so weiter. All das kann man natürlich dann aus seinem KDP-Business rausziehen und sich weiteres Einkommen unabhängig davon aufbauen. Das wären meine Tipps. Falls du weitere Wege kennst, wie man irgendwie noch weitermachen kann, schreib das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, dein Tom.